Na gut, du blöder Sumpf. Derart vorbereitet, also mit den Gulmond-Blättern, wagen wir uns jetzt weiter hier die Wege entlang. Und sobald wir die Wege alle durch haben, gucken wir wieder zum Haus. Orts? Mitten im Sumpf? Okay. Trick, Randa. Da kommt doch bestimmt gleich Verstärkung. Trotzdem verschwinden wir Oh, die treffen sogar ordentlich. Trotzdem wird da keine Astralenergie eingesetzt. Die treffen sogar fast jedes Mal. Das ist ja ganz schön garstig. So. Aua. Da wird Mürrim gleich Wunden verarzten müssen. Vor allem bei Orkwaffen ist es immer so eine Sache. Da kriegt man doch recht leicht Wundenfieber. So, rauf da. Trick. Trick muss gleich sowas von weg da. Weg, 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 weg. So, du sicherst da. Du schießt wieder auf den Ork. Übel. Und auch keine Ausrüstung unterlassen. Keine Dukaten, gar nichts. Du isst erstmal ein paar davon. Damit der Heil versucht, dich nicht aus Versehen umbringt. So. Talent anwenden sollte Mürrim. Und dafür sollten wir auch die Einbären in die Hand geben, dass sie die als Paste drauftragen kann, wenn sie es denn will. Talent anwenden, Wunden heilen, Tirik. 7 Lebenspunkte. Sehr gut. Dann isst du noch den Rest von den Einbären. Dahin, genau. Und dann bist du hoffentlich soweit wieder fit, ohne dass wir Astralenergie einsetzen mussten. 37, 41, ja, das sieht gut aus. 51 von 58, ja, sehr gut. Uffala. Also ja, so viel bringen die Rüstungsteile dann wohl doch nicht. Nächster Kampf, wieder Orks oder... Oh, diesmal mehr Orks. Da werden wir zaubern müssen. Vor allem haben wir niemanden, der unsere linke Seite schützt. Zaubern. Du hast 7 Bewegungspunkte. Geh schon mal in Richtung G... Das war zu viel. Mist. Ich wollte gerade sagen, geh schon mal in Richtung G-Rubern, damit du da zaubern kannst. Okay, stell dich da hin. Dann kannst du nächste Runde auf... Kirugan zaubern und dann nach auf Tirik. Und Talana musste einfach weglaufen. Oder... Haha. Oh. Ja, sie muss weglaufen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnte sie ja noch irgendwie nicht zaubern. So ein Horiphobos oder so. Aber dann wird sie nächste Runde von 2 anderen Orks erschlagen. Das bringt uns auch nichts. Du läufst bitte da hinten hin. Du haust den da. Du haust auch den da. Der ist kaputt. Sehr gut. So, jetzt kannst du mal dahin gehen. Zaubern. Beherrschung. Horiphobos auf den. Horiphobos! Die Stimme ist echt übel. Der Ork ist total verängstigt und flieht. Und es kostet kaum Astralenergie. Das ist schon mal sehr gut. So, du bewegst dich dahin und zauberst Bewegung Acceleratus auf Tirik. Tirik ist beschleunigt. Der Ork flieht. Sehr gut. Du gehst dahin, haust mit auf Tirik. Tirik haut auf den. 20 Trefferpunkte. Du ziehst dich mal zurück. Und ich denke mal... Oh. Ich denke mal, den Acceleratus auf Giron können wir sparen. Da sind ja nur noch 2 kampffähige Orks jetzt da. Du läufst weg. Da braucht man auch keinen neuen Horiphobos. Und du haust den. Sichern. Und komm schon, gib uns diesmal bitte die Waffen von den Orks. Die sind ja doch gut was wert und wir haben momentan so wenig Gold. Ah, ist ein zäherer Bursche. Komm schon. Pfeil in die Seite, na also.
schießt gegen die Seite. Du haust gegen die Seite. Und Tirik macht den Rest. Und Tirik macht den Rest. Wieder keine Beute. Das ist doch eine Impressiona. Also ohne Waffen kämpfen die garantiert nicht. Da wären sie nicht so gut. Oh, wir laufen jetzt am Rand. Was ist denn das da? Hier sind überall so eine kleine Nischen, wo man wahrscheinlich nur über das Wasser hin kann. Das heißt, irgendwann werden wir da wieder reinspringen müssen. Wir könnten aber versuchen, etwas zu zaubern vorher. Wir dürften einen Wasserwandelzauber haben. Das sieht echt makaber hier aus. Aber liegt nichts auf dem Boden. Sonst hätte sich ein Held schon gemeldet. Das sieht wie ein Ausgang aus. Da hinten sind Komposthaufen. Ja, da wird ein Ausgang sein. Also Weg zurückfolgen. Ins Wasser springe ich erst, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. So hoch wie hier. Nee. Also da waren wir doch schon, oder? Ja, da waren wir. Wir müssen jetzt nach Westen oder Süden. Westen war dieser kleine Steg, glaube ich. Nee, war es nicht. Im Westen war ein Labyrinth aus schwarzen Augen. Oder aus Wänden, die so ähnlich aussehen. Und da ist auch ein Gesicht drin. Guck mal da. Zwei Augen, Nase, Mund. Komisch, komisch. Hier kommen doch bestimmt gleich wieder Gegner. Nee. Oh, das kann nicht gut enden. Ich habe ein echt schlechtes Gefühl hier. Bestimmt ist hier gleich irgendwo ein Basilisk oder ein Sumpfdrache oder irgendwas ähnliches. Ein Tatzelwurm, genau. Das wär's noch. Aber, nee, irgendwie war hier gar nichts. Okay. Also zurück zum Steg und rechts rum gucken, was da ist. Okay. Rechts rum. Eigentlich hätte hier schon längst eine neue Abzweigung sein müssen. Vor euch im Wasser schlängelt sich eine Quillotter. Warum kann sie geistesgegenwärtig erschlagen? Aber um ein Haar wäret ihr auf sie getreten. Okay. Sackgasse? Ist da irgendwas im Wasser? Das sieht so aus, wenn eine Leiche im Wasser schwimmen würde. Ist das unser Gesuchter? Komm, wir gucken jetzt mal den Zauber raus. Nur um den vielleicht? Bewegung? Über Eis hat sie. Spurlos, trittlos? Nein. Verwandlung. Adlerwolf und Hammerhai. See und Fluss. Das könnte es sein. Aber ich denke, Matalana wird das höher haben. Nö, Talan hat es minus 15. Gut, Mürrim. Verwandlung, See und Fluss. Wie viele Minuten soll unter Wasser geatmet werden können? 10? In Lacum et Flumen. Wow, ihre gesamte Astralenergie ist weg. Und wir können da gar nicht runterspringen. Naja, krasser. Und die 10 Minuten werden tierisch schnell vorbei sein. Also hopp, rein da. Was soll der Mist? Da war wieder die Quillotter. Und dank dem Zauber können wir jetzt nicht ins Wasser springen. Weil wir ja Wasser atmen können. Deswegen dürfen wir nicht ins Wasser. Also, die Logik des Spiels mag ich manchmal ganz und gar nicht. Also wir müssen jetzt warten, bis der Zauber aufhört und dann so reinspringen. Weil ich denke echt, dass der Jüngling es nicht durch den Sumpf durchgeschafft hat. Das heißt, irgendwo
werden seine Überreste sein und die werden wir finden müssen. Und die dann zurück zur Ordensfestung bringen in Lowang. Können wir jetzt? Nö. Wir können hier auch nicht rasten. Brauchen wir wahrscheinlich festen Boden unter den Füßen. Aber das mit der Astralenergie war ja echt ganz schön heftig. Aber vielleicht meint das ja auch 10 Minuten Real-Life-Zeit und nicht Spielzeit. Gut, wir schlagen einfach so Lager auf. Mürrim. Ne, Quatsch. Gerugon, Tirik, Gerugon, damit die beiden Astralenergie regenerieren können und schlafen. Jo. Dadurch ist jetzt auch das Gullmondblatt wieder weg. Aber jetzt dürfen wir wieder ins Wasser springen können. Also wir müssen jetzt hier rum. Der Mauer folgend. Darum müsste hier jetzt die Leiche sein. Genau. Oh. Wir können auch hier nicht ins Wasser springen, obwohl der Zauber jetzt weg sein müsste. Also ist wahrscheinlich echt nur Deko. Und wir hätten von vornherein nicht ins Wasser springen können. Das heißt, der Zauber funktioniert vielleicht doch. Nee, den werde ich jetzt... Hat der Baum sich da gerade bewegt? Naja, also der Zauber funktioniert vielleicht doch. Aber ich werde das jetzt nicht ausprobieren, da er halt viel zu viel Astralenergie kostet. So, hier ist der Südausgang anscheinend. Okay. Das heißt, wir haben noch hier ein bisschen was und da zwei Ausgänge. Oder zwei Pfade, die wir versuchen können. Und danach bleibt nur noch das Haus. Gucken wir erstmal hier nach Norden. Hier ist wieder so ein Gestrüpp. Hier wird der Boden anders. Kurz hier gucken, ob eine Sackgasse da ist. Nö. Ihr entdeckt einen Karren, der erst wenige Tage hier stehen scheint. Von den Besitzern sind nur wenige Knochen zu entdecken. Nichts deutet darauf hin, was sich hier abgespielt haben könnte. Oh. 20 Pfeile kommen mit. 15 Dukaten kommen auf jeden Fall mit. Langbogen kommt mit. Proviantpakete und Wasserschläuche lassen wir erstmal hier. Den Kurzbogen nehmen wir mit zum Verkaufen. Es ist aber kein gutes Zeichen. Also ist hier wohl eine richtig gefährliche Ecke. Was aber auch darauf hindeuten könnte, dass der Jüngling, den wir suchen, hier irgendwo gestorben ist. Aber wir kommen auch gar nicht rüber, ohne zu schwimmen. Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Erforschen weiter die Wege und versuchen irgendwie auf normalen Wege da hinten hinzukommen. Ohne zu schwimmen. Aber erstmal ein Kämpfchen gegen Zombies. Du sicherst. Du kümmerst dich um den hier. Und du gehst einfach weg. Dahin und schießt noch einmal auf den da. So, du greifst den hinter Tirik an. Du greifst den vor dir an. Genau, kein Autokampf, sonst könnte wieder was in die Hose gehen. So dauert das Ganze zwar ein wenig länger, aber wir sparen uns den Weg nach Gashok. So, du bist tot. Und tot, wie auch immer. Du auch. Tirik, lauf doch mal dahin. Und hau den da. Das ist echt zu krass mit der Axt. So, und vorbei. Sehr schön. Ich glaube, wir mussten links rum. Und das da hinten könnten schon die Brücken sein, die wir gesehen haben, von dem Karren aus. Oh, na gut. Dann speichern wir erstmal ab. Neu. Ja. LP 045. Und wir sehen uns gleich wieder.